Ja, Leute, wir machen heute mal wieder einen Tackle Talk hier auf der Insta-Story. Und zwar möchte ich euch heute den Swimbait Underground Baitwrap vorstellen. Ein neues Produkt, das ich habe. Und ich zeige euch, wo ich meine Swimbaits aufbewahre und warum der Baitwrap viel sicherer ist als so eine Köderbox, wie ihr im Hintergrund seht. So, ich habe schnell den Baitwrap ausgeräumt. Er sieht jetzt viel dünner aus, weil natürlich keine Swimbaits drin sind. Zumal das ganze Produkt natürlich ein bisschen zu erklären. Wrap sagt ja eigentlich schon, dass es nämlich so gefaltet ist, wie wir sehen. So. So sieht es besser. Wenn ich ihn so aufklappen kann, haben wir hier zwei Fächer zur Verfügung, wo man Swimbaits rein tun kann. Man hat hier nochmal ein Zusatzfach, wo man auch Swimbaits rein tun kann. Genau. Einfach so klein, kompakt, besser verpackt, ein bisschen geschützter in diese Folie rein, finde ich eben noch ganz praktisch, als sie liegen irgendwie lose in so einer Köderbox rum. Ich zeige euch mal, wenn ich den Wrap einräume. Ich habe nämlich einige Clash 9s, die ich schön nicht in einer Köderbox rumliegen habe. Einerseits, weil sie einfach verkratzen, Abnutzungserscheinungen haben. Darum finde ich so einen Baitwrap eigentlich ganz etwas Praktisches. Ich habe auch größere Baits wie der Depth Slide Swimmer, der auch hier Platz findet. Ja. Leute, wie gesagt, ich würde jetzt mal den Baitwrap einräumen, wie ich ihn auch gerade benutzen würde. Ich fange gerade an mit meinen Clash 9s. Man kann es hier so aufmachen. Den Bait rein tun. Ich schaue, dass die Haken ein bisschen gescheit liegen, das bei mir jetzt nicht gerade gemacht hat. So. Der Clash 9 habe ich gemerkt, das sind gerade zwei Platz. Ich denke, wenn wir mehr bei den Tiny Clash würden, viel mehr reinpassen. Ich habe jetzt zurzeit zwei Clash 9. Ins zweite Fach kommt bei mir sicher der Depth Slide Swimmer, den würde ich auch immer schön am Wasser dabei haben. Für kapitale Hecht. Zum Depth dazu würde ich meinen Tiny Clash tun. Ihr seht, ich habe im Tiny Clash da ein Gümmel rundherum gemacht, weil ich habe keinen Hakenholder mehr wie bei der Clash 9. Ich habe das einfach aus dem Grund gemacht, dass er erstens nicht irgendwo da hängen bleibt und zweitens mir den Depth nicht auch noch verkratzt und so ein bisschen Abnutzungserscheinungen gemacht. Genau, also das zweite Fach mache ich mein Tiny Clash. Ihr seht, Tiny Clash viel kleiner, hat ich hätte noch einige Tiny Clash Platz. Aber ich glaube, das ist so die vier, die ich am meisten würde fischen, wenn ich auf Hecht fische. Darum will ich die gerade zuvorderst und gerade griffbereit haben. Da habe ich auch noch so ein Zwischenfach, wo ich auch Swimbaits kann rein tun. Aber wo ich ja nicht gerade offensichtlich so schnell brauche, wie zum Beispiel der Molex Glidebait. Auch ein sehr geiler Swimbait. Dann habe ich da, das weiss ich gerade den Namen nicht mehr von dieser Firma, irgendeine japanische Firma, ist neu bei Persona erhältlich, auch ein Swimbait. Sehr geil, habe ich noch nie getestet, muss ich unbedingt mal mitnehmen als Wasser. Ja, es würde sich auch anbieten, ein Gangcraft Jointed Claw, das ist, ich glaube, der 100. 28, wenn mich nicht alles täuscht, mitnehmen als Wasser, der hätte ja auch noch wunderbar Platz. Oder wer es auch noch gerne hat, ist so ein Jerkbait, hat auch noch wunderbar da Platz. Man kann es so zuklappen, zack, optimal drin verpackt. Ins zweite Fach, das ich würde verschliessen können, finde ich super, weil ich habe nämlich noch jenste Tails von der Clash 9 und vom Tiny Clash. Und ich natürlich da würde tue, dass ich es auch immer dabei habe. So gehen sie nicht verloren oder liegen irgendwo rum. Finde ich super. So. Auch die Lips, die man kann, rein tun, würde ich auch da rein tun. Ja, perfekt, kann man das zumachen. Sie geht optimal, es geht nirgends raus. Ja, viele Dinge in der Köderbox. Ah, Leute, einfach gerade noch in dem Zusammenhang mit Swimbaits wollte ich euch unbedingt noch etwas Cooles vorstellen von der Firma Topis. Das sind nämlich die Fast Sinker.
Ich habe da einige, jetzt gerade da in der Version von 7,2 Gramm. Und zwar benutze ich die für Swimbaits. Und zwar, dass sie schneller sinken, habe ich sie vorne an Splittering angemacht. Ich weiß nicht, ob man das genau sieht. Ja, genau, jetzt steht die Kamera noch scharf. Genau, so sinkt einfach mein Swimbait einfach schneller runter. Die Fastsinker sind aus Tungsten, also sehr gewässerschonend, auch wenn man etwas abreißen würde. Ich glaube, sie haben in der Gewichtsklasse von 3,5 Gramm bis etwa 14 Gramm die Fast Sinker. Richtig geil, kann man auch gut brauchen für Swimbaits. Das einfach nur so ein Detail am Rande. So, wie das Ganze dann aussehen, wenn man es zusammenklappt. So verschliessen. Man hat seine Swimbaits kompakt dabei, sauber und sicher verstaut. Sicher eine Alternative zu irgendwo, ich habe es irgendwo in einer Köderbox, wo sie lose rumliegen oder gar keinen Platz haben. So habe ich alle meine Favorite Swimbaits dabei in meinem Baitwrap. Finde ich ein sehr geiles Tool, passt in jeden Rucksack, passt in jede Tasche. Auch sehr handlich einfach so zum Mitnehmen. Genau, das war der heutige Tackle Talk über den Baitwrap von Swimbait Underground. Wer auch das Produkt will, soll sich unbedingt bei Lake Bandit. Ich verlinke es euch da in der Story. Schreibt ihn an, bestellt das Produkt. Momentan leider nur aus Deutschland lieferbar. Genau, gibt es noch nicht in der Schweiz. Auch das noch so am Rande. Aber richtig, richtig geiles Produkt. Ich habe selber richtig Freude daran, meine Swimbaits sicher verpackt zu wissen. Ja Leute, das wär's gsi, der heutige Tackle Talk. Ich habe euch den Baitwrap von Swimbait Underground vorgestellt. Richtig, richtig geiles Produkt. Ich weiss, meine Swimbaits sind da richtig gut versorgt und safe in diesem Baitwrap rein. Wie gesagt, wer auch so ein Baitwrap will, soll sich unbedingt bei Lake Bandit melden. Schreibt ihn an und ihr könnt so das Produkt bestellen. Das wär's gsi mit dem heutigen Tackle Talk. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ciao zusammen.